Ja, habe ich ja schon. Müssen wenigstens dafür nicht mehr so mega weite Wege auf uns nehmen. Organisation. Hast du die Wände andersrum gebaut als die da drüben? Das ist jetzt möglich. Mir fehlen Rohre, ernsthaft. Oder vielleicht kann ich bauen. Mir fehlen nur vier Rohre. Okay. Okay. Hier, die meinte ich hier. Die haben schwach und die haben das auf der anderen Seite schwarz. Okay. Wände, 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 Wände. So rum. Ja. Und so rum. Ja. Nee. Das ist ein bisschen komisch. Mhm. So. Jetzt hat das. Ja, kannst du mal das Fundament gerade hier oben bauen? Ja klar. Wenn wir mal gerade den Blick haben, wie hoch das ist. Zack, 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 zack. Oh Gott. Wie gut sterben würdest du dann noch nicht? Also. Fundamente. Das dünne ist das, ne? Das ist ein bisschen schief hier dran, oder? Oder ist das richtig? Ist das eigentlich? Das ist richtig, ne? Das wirkt richtig, ja. Okay, ich hab wieder einen Bug. Aber hier könnt ihr es ja testen, ne? Ja. Nein, ich pack dann da fest, okay. Das heißt, du fliegst nicht runter, okay. Ich packe in der nicht vorhandenen Platte fest. Das ist der Aufzug gewesen, ne? Den vielleicht nicht zu bauen. Also ich packe hier jetzt in der Luft, wenn ich jetzt weitergehe. Pass auf. Siehst du's? Ich packe. Du stehst normal auf der Platte. Ich packe dort, ich packe dort. Aber so richtig. Ja, ist bei dir dann wahrscheinlich nicht. Das ist so jetzt kacke wieder. Ah. Okay. Bitte einmal einladen. Okay. Das ist scheiße, wenn das buggt. Wenn das, ja doch. Was buggst du denn? Kuchen, was sonst? Kuchen. Was für ein Kuchen? Ja. Entschuldigung, ich hab etwas getrunken. Schoko. Hm? Alter, wie die ganzen Platten sich hier einzeln aufladen. So, Fundamente. Hier nochmal eins. Ich glaube, jetzt bin ich schon über der Einfahrt, ne? Nee, warte, die war hier hinten schon. Nee, mir ging es eigentlich nicht, dass wir jetzt komplett weiter bauen. Brauchst du nicht. Ja, ich nehme das hier oben auch nochmal zurück. Wir können jetzt erstmal wieder weiter runter gehen. Stört mich halt echt nur mit den Wänden jetzt hier, ne? Ja. Wobei hier oben geht es wieder rum. Ja. Komm einfach mal runter. Ich würde mal gerade sagen, dass wir das vielleicht mal gerade besprechen. Weil, keine Ahnung. Kann ich hier. Warte mal kurz, ich will mal gucken, ob ich hier noch eine Wand setzen kann. Hier geht das wieder rum. Dann mache ich es nämlich noch, weil sonst gehen wir hier später noch drauf. Oh, warte, jetzt kann ich das hier vorne auch machen. Ja, nice. Passt ja. Das geht auf einmal? Ja. Aber unten nicht. Ob es unten geht oder nicht, sehen wir, wenn es nicht angeht. Nein.
komm, sag mir bitte, warum das jetzt nicht geht. Sag mir, erklär mir das jetzt bitte. Warum auch immer. Achso, ja, Beton. Beton macht es jetzt vielleicht einfacher. Hä? Ah, oh, es backt bei mir. Ach, es backt alles hier unten, ne? Oh, mehr Beton. Das haben wir. Das wird mir für hier oben wahrscheinlich alles. Na gut. Was fehlt uns jetzt denn da noch? Ja, am Ende. Ich würde einfach jetzt mal mit der Produktion beginnen, oder? Ja gut, das ließe sich auch einrichten. Also ich würde sagen, die Plattform, wo wir hier sind, nehmen wir für wieder mal für hier Eisen. Komplette Eisenproduktion verlagern wir hin. Nur unten. Ja. Was? Brauchen halt auch Eisen und Kupfer. Nee, und Kohle zusammen später. Für Stahl, ne? Und mit Stahl können wir erst weiter erforschen. Ja. Das heißt, Scheiße, das ist schon ein großer Kern für die Zukunft jetzt nochmal. Die eine setze ich nur, dann bin ich zufrieden. Okay. So. Das heißt, hier unten willst du nur Eisen haben, okay? Ja, ich bin mir aber noch nicht ganz im Klaren, wie das am Ende aussehen könnte. Ich würde mal sagen, vielleicht machen wir quasi nur einen Logistikbereich, direkt erstmal am Anfang. Das heißt? Wir brauchen dann hier ein paar Stationen, wo LKWs beladen werden. Förderbandanlagen werden ja auch dann quasi auch hier sortiert. Das heißt, ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir das, was ich zeige, das dann mit den Wänden, ne? Das für den Bereich hier. Den Bereich vielleicht bis hierhin. Und dann noch bis zum Eingang. Ja, okay. Also bis hierhin. Sie in den Ecken hier die Wand, bis dahin die Wand hinziehen von dem Fahrstuhl aus und bis hinten hin. Und in dem Bereich nur Logistik und Sortieren haben der Bänder. Ja, kannst du mal die Wand dahin setzen? Nein. Ich hab kein Material. Wohin genau? Warte. Ja, genau hier. Das ist einfach bis an die beiden Wände durchziehen. Ja, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Einfach mal so als. Ja, und dann hinten können wir gerne dahinter dann die Produktion machen. Ja, ich frage mich gerade nur, wir haben aktuell 4 Eisenminen im Einsatz, ne? Ja. Wie führen wir die hier erstmal hier hin? Wie führen wir das Eisen hier hin? Ist jetzt die Frage, wie willst du das jetzt aufbauen? Wie würdest du die Produktion angehen? Würdest du alles per, ich sag jetzt mal, auf ein Förderband quasi in einen Kasten reinliefern? Oder halt in mehrere Kästen einliefern? Und hinter den Kästen dann mit Splittern und so weiter, das dann verschieden aufteilen? Da die Förderbänder sehr schnell überlastet sind, hätte ich eigentlich gesagt, eine Rohstoffquelle, ein Förderband. Ja, weil wir ja unterschiedlich noch filtern müssen, ne? Also, was heißt filtern? Wir haben ja unterschiedliche Baustoffe, die wir am Ende rauskriegen. Wofür brauchen wir alles Eisen? Ich meine jetzt, ja, ist mir schon klar, aber Eisen haben wir jetzt schon viel im Moment, ne? Ja klar, nur wir haben halt, wir kriegen ja die Waren, okay, die Waren werden ja so oder so weiterverarbeitet. Die Waren ist übrigens erst ab Tier 7, ne? Was? Achso, die Waren meinst du? Ja. Na gut, ja, von der rede ich ja nicht, ich rede von den Waren, die Eisenbarren. Okay. Also, wir brauchen Stahlrohrplatten. Verstärkte Platten, Schrauben,
Das ist so viel Eisen. Das sind nur die Grundsachen allein schon. Ne? Da kommt ein viel Vorschlag. Dazu. Pro Eisenmine ein Förderer. Zu mir einliefern, meinst du? Ja. Das können wir machen. Das sind dann aktuell 4 Stück, die wir haben, ne? Ich tendiere dazu, da die Eisenquellen alle 4 da drüben sind, die Zulieferung vielleicht doch hier zu machen. Oder willst du die Eisenproduktion komplett hinten rumholen? Wir können das von mir aus auch hier rumführen. Einfacher, ne? Kürzer. Könnten wir von hier, ja, von da drüben schon die Bänder hier hinholen. Und dann können wir die Förderbänder eigentlich auch hier über die Luft einführen und nicht so über eine extra Brücke, oder? Oder willst du eine Brücke für bauen? Ne, ne, über die Luft würde ich sagen. Gut, mal gucken. Einfach über Fenster reinholen, ne? Ja klar, ich brauche halt nur ein bisschen... Ich gehe über den hier. Ich brauche halt nur provisorisch. Kannst du einen Weg darüber zimmern erstmal, damit ich hier auf einer Ebene habe, die Förderbänder? Die Förderbänder... Also die Mästen. Einfach mal bis da hinten hin gerade in der Wand in der Strecke ziehen. Das meinst du jetzt hier? Genau. So, Organisation. Ich hab keinen Beton mehr. Da haben wir schon mal ein Problem. Ja, Beton ist momentan sehr knapp. Und wir brauchen eine Wand hier vorne direkt. Eine Doppelwand. So? Ja. Das ist erstmal so. Hier drunter ist noch Platz, ja. Kannst du noch einmal dieselbe Wand, die wir jetzt hier haben, noch einmal darüber aufbauen? Worüber? Hier nochmal da drauf. Da drauf oder daneben? Da drauf. Das ist welche? Unten links die von den zwei. Ja, hier oben drauf. Ja. So rum oder so rum? Drehen, keine Ahnung. Machen wir so rum? Ja, so rum. Ja. So, wo ist der Förderband? Wo ist das Förderband stapelbar? Achso, bei Logistik. Ich brauch Beton. Oh, scheiße. Mangelware. Ja, mit dem Beton ist es jetzt echt scheiße. Erst erreichen. Und op. Alter, pass auf. Ich merke schon. Ich schlag dich jetzt mal in die Luft. Jetzt wäre extrem scheiße. Nicht mehr vorstellen. Scheiße, es fehlen mehr Rohre. Ah! Was willst du bauen? Nochmal so ein Förderband stapelbar oben rechts drauf. Die dürfte Beton fehlen. Einmal kann ich noch. Okay, dann ist hier drunter direkt Platz. Ja. Bau die mal direkt hier direkt mittig auf die Platte drauf, die beiden nochmal, wenn du kannst. Ich kann nur einen bauen noch. Ja, okay, warte mal. Müssen wir aber zu unserem Lagersystem da hinten. Oh. Die oberen Rohre sind schon wieder voll. Wow, schnell, ne? Ja, enorm schnell. So. Zack, und zack. Und über. Ich war mal. So, Förderbanden muss stapelbar.
So, jetzt die Frage, ziehen wir hier die normalen oder wird dann jetzt schon upgraden, weil hier der Boden kommt ja quasi weg hier dazwischen, ne? Von den Federbändern? Ja. Nö, lass alles erstmal so bleiben. Aber wie krieg ich die denn da rein? Ach, das sind schon so hochgesetzt. Boah. Ja, egal, dann halt so machen. Jetzt geht's alles nur rein, ne? Mhm. Okay. Und der Kollege noch da dran. So, das sind jetzt alles Förderbänder, die hier reingehen, ne? So, dann können wir hier drin dazwischen den Boden schon wieder wegnehmen. Ja, das Umstellen hinten an den Fabriken machen wir später, ne? Ja, aber warte hier, das ist blöd gelaufen. Wir müssen hier nochmal das bisschen abreißen hinten. Was ist denn blöd gelaufen? Ich will die Platte davor noch wegnehmen. Sprich, das muss nochmal alles weg. Förderbahn stapelbar. So, jetzt wieder verbinden. Nicht bewegen. Okay. Hat sich geklärt. So. Hier noch ein Stück weiter. Vorsicht, ich baue jetzt ab. Ah, wollte ich doch schon, aber egal. Okay, dann mach du. Der letzte Platz, die bleibt aber hier, ne? Ja, schon klar. So, das heißt, jetzt müssen wir die Produktion hinten weiterbauen, ne? Damit wir hier später reibungslos verbinden können. Lass mich nochmal hier. So, damit wir da mal angucken, wenn das sein sollte. So, was willst du jetzt machen? Wieder reingehen. Die Produktion da hinten, meinst du, erstmal aufbauen? Ja, bevor wir hier was ändern. Ja, klar. Damit wir hier weiter produzieren in der Zeit, ne? Das heißt, den könnte man theoretisch am Lager das Logistiksystem einführen, dass der den ganzen Kram, also den ganzen, das ganze Eisen bis dahin transportiert, ne? Oder willst du das Eisen erstmal dahinter in der Produktion auch zwischenlagern? Ich weiß es gerade absolut nicht. Ja, wir haben überhaupt gar kein Material dabei, ne? Hm. Aber cool. So, dann brauchen wir. Also, wir kommen hier direkt mit dem Rohmaterial rein, ne? Also, das Problem ist. Stahl müssten wir eigentlich mit dem rohen Material ja machen, ne? Ja. Aber ich denke mal, das, was wir im Moment bei der Base haben, machen wir hier auch erstmal, ne? Ja, klar. Das heißt, wenn wir Stahl machen wollen, sollten wir uns eine neue Quelle suchen dafür. Ja, können wir auf jeden Fall machen. Die wir dann wieder hier reinziehen für nur Stahl. Das heißt, das, was wir jetzt hier reinziehen, ist zweimal, am besten zweimal für die Platten und zweimal für die Stangen wieder, ne? Ja. Was die Schmelzerei angeht. Ah, scheiße, ich habe kein Kabel. Mist. Hast du Kabel? Ja, habe ich noch was. Dann müssen wir zwei aufbauen, ne? Oder? Ne, vier müssen wir aufbauen. Ne, acht, oder? Ne, von den Schmelzereien nur vier. Von den Constructors müssen wir acht haben. Oh. Beziehungsweise lass uns von. Ne, noch nicht. Wir brauchen noch mehr Konstruktoren. Und die Schmelzerei, die sind schon super. Die machen ja 1 zu 1. Da brauchen wir nicht mehr. Ne, aber die Konstruktoren, da brauchen wir mindestens 3 oder 4 pro Okay, quasi. Also erstmal brauchen wir jetzt was? Wir wollen als erstes die Schmelzanlagen. Ja, wo kommen die überhaupt hin?
Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, ja. Tanzverbot ist am Start. Zaun. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!